Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, es ranken sich ja aktuell mal wieder jede Menge Transfergerüchte und an einigen scheint ja doch das ein oder andere dran zu sein. Es scheinen ja ein paar heiße Eisen im Feuer zu sein. Und da möchte ich einfach mal ein bisschen mit euch drüber schnacken, beziehungsweise einfach mal ein bisschen meine Meinung dazu kundtun. Ich hatte ja schon im letzten Video gesagt, dass ich das eigentlich, gerade was die Innenverteidigung anbelangt, eigentlich als okay angesehen habe. Aber jetzt ist natürlich Matthias Delight oder Delit, ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht, ja, anscheinend ein ganz heißes Eisen. Und würde uns natürlich gut zu Gesicht stehen, war keine Frage. Habe ich damals schon gesagt, wo er nach Juve gewechselt ist, waren wir ja auch mit dran, aber es war halt einfach nicht unsere, sorry, nicht unsere Preisliga, sag ich mal. Da muss man die Töne ausmachen hier. Ja, und jetzt scheint man ja trotzdem, die Zahlen schwanken von Juve möchte 100 Millionen oder Juve möchte 60 Millionen. Ganz komisch irgendwie, ich habe keine Ahnung. Wird wahrscheinlich nur der Brazzo wissen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ich glaube, Juve hat damals 85 Millionen bezahlt oder sowas an Ajax. Ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt für 60 weggeben wollen. Das sehe ich persönlich nicht. Was für einen Wechsel spricht, ist ganz klar, dass Upamecano seinen Berater gewechselt hat. Oder seine Agentur. Weil, sind wir ehrlich, er hat gerade den Verein gewechselt. Hat, glaube ich, noch 3 Jahre Vertrag oder 4 Jahre sogar. Warum sollte man dann den Berater oder die Agentur wechseln? Weil, was soll die Agentur zu tun haben? Ihn vielleicht Werbedeal zu organisieren. Ich glaube nicht, dass man dafür eine Agentur wechseln muss heutzutage. Von daher scheinen da die Zeichen da schon so ein bisschen auf Trennung zu stehen. Was ich persönlich schade finden würde, weil ich ja, wer den Kanal hier länger verfolgt, weiß, ich habe viel vom Opa gehalten und halte ich auch immer noch. Klar hat er ein paar haarsträubende Dinge mit drin gehabt, gar keine Frage, aber da muss man auch mal ganz klar sagen, dass auch in diesen Spielen die Mannschaft auch kompletter Ausfall war. Also dann da irgendwie so einen Neuzugang da in die Pflicht zu nehmen, dann ihm die Schulter in die Schuhe zu schieben, habe ich nicht wirklich gefühlt. Wie gesagt, ich habe auch nicht einen Nagelsmann gefühlt, wie er mit dem Opa umgegangen ist teilweise, fand ich nicht gut. Habe ich ja auch schon im anderen Video gesagt, ich finde der Nagelsmann auch mit dem Sabitzer halt, er hat es irgendwie, da hat er so seine richtige Art und Weise gezeigt. Und bei den Bayern-Spielern hat er sich nicht so wirklich getraut. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen, es soll halt um die Transfergerüchte gehen. Ja, wäre natürlich ein mega Transfer für uns, definitiv. Wenn ich mir ihn mit Hernandez vorstelle, Hernandez, seine Schwäche ist ja so ein bisschen die Spieleröffnung, das Aufbauspiel. Ich denke, defensiv ist das eine Maschine. Klar, geht er auch mal über links mit nach vorne und sowas, aber er ist jetzt nicht so der Spieler, der die Spieleröffnung macht, der die guten Bälle auch mal in die Spitze spielt oder das offensive Mittelfeld oder sowas. Das ist nicht so sein Part. Ja, von daher wäre es natürlich eine super Ergänzung. Ob Pavard dann auch unbedingt bleiben möchte, weiß ich auch nicht. Er hat ja so die Hoffnung gehabt, so Mitte jetzt kann er spielen. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich würde Pavard auch nicht abgeben. Weil er ist halt einfach auch noch ein rechter Verteidiger-Backup, ne? Muss man mal ganz klar so sehen. Ob ihm das nun mal gefällt oder nicht. Und ja, aber ich denke, wenn echt ein Delight kommt oder Delit, ich nenne ihn einfach Matthias, dann wisst ihr Bescheid. Wenn er wirklich kommen sollte, ja, für mich ist ein Hernandez neben ihm gesetzt in der Innenverteidigung. Wenn wir in der Viererkette spielen, wenn wir natürlich mit der Dreierkette spielen, ja, dann wäre natürlich mega, wenn du dann noch einen Upa oder ein Pavard daneben hättest. Ne? Müssen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten. Und ich persönlich, mir hat die Dreierkette bei uns ganz gut gefallen. Gerade auch mit dem Hinblick, dass Alphonso Davies auch nicht wirklich defensiv die mega starke Kanone ist, ist so eine Dreierkette defensiv in meinen Augen stärker, als wie wenn wir mit Viererkette spielen. Und gerade wenn man jetzt unsere Neuverpflichtung auf rechten Verteidigerposition sieht, die ja auch mehr offensiv ist wie defensiv,
denke ich schon, dass eine Dreierkette mehr Sinn machen würde. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass du vier gute Innenverteidiger hast, wa? Da müssen wir uns ja auch nicht drüber unterhalten. Und die hätte man dann. Selbst wenn man halt keinen abgibt. Und ja. Also ich würde den Transfer begrüßen. Was mir so ein bisschen Sorge macht, ist so, es wird ja aktuell gerade irgendwie das Festgeldkonto dann geplündert, wa? Ich habe irgendwie vor einem halben Jahr oder so habe ich gelesen, wir hätten irgendwie auf dem Festgeldkonto 220 Millionen oder sowas gehabt oder 240 oder sowas. Auf jeden Fall über 200 Millionen hatten wir auf dem Festgeldkonto. Ja, weiß ich nicht. Also wir haben jetzt ja 35 rausgeballert. Ja, schwierig. Schwierig. Wird man sehen, was am Ende dann rumkommt. Klar, wenn man jetzt sagt, ja, es geht ein Upa zum Beispiel und wir kriegen die 40 Millionen, die wir bezahlt haben. Alles gut. Ja, dann kann man auch 60 oder 80 für Matthias zahlen. Also keine Frage. Er ist eine Granate, ist 22 Jahre auch. Und ist halt schon mehr der Innenverteidiger, der auch eine Spieleröffnung hat. Ne? So ein bisschen. Wenn er auch dann der Anführer da wird, da hinten in der Viererkette, das hat definitiv gefehlt letztes Jahr, dass da einer das Wort ergriffen hat. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Warum nicht? Bin sehr gespannt, was da die nächsten Tage passiert. Also ich würde es mir wünschen. Die einzige Sorge, die ich, wie gesagt, habe, ist so, wenn man jetzt so seine ganzen Rücklagen rausballert. Ich meine, klar, wenn wir uns jetzt mal eine Liste angucken würden von verschuldeten Clubs oder von den Top 20 Clubs in Europa oder was, wie da die Schulden sind. Ja, wir haben keine Schulden. Wir haben 200 Millionen plus auf dem Festgeldkonto. Aber man muss natürlich jetzt nicht so in die gleiche Kerbe schlagen. Das würde ich persönlich jetzt auch nicht gut finden als Mitglied des Vereins, ja. Ich auch ganz ehrlich, deswegen weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Klar, wenn man Levi weghaut, ja. Was ich persönlich immer noch hoffe, wovon ich aber nicht wirklich ausgehe. Sei denn, es kommen irgendwie 50 Millionen, dann können die Bayern vielleicht ihr Gesicht wahren und sagen, ja, nee, es war jetzt doch so viel Geld, wir können das Basta nicht stehen lassen. Klar, so will's. Ihr kennt das. Dafür spricht natürlich auch, dass wir das 70er-jährige Talent da an der Angel haben, der ja auch scheinbar zu uns unbedingt möchte. Ist ein Mittelstürmer-Talent, französisches, hochgelobt. Why not? Sag ich euch ganz ehrlich. Einfach mal dann die Balls haben und so einen Jungen reinschmeißen. Punkt. Klar, kannst du ihnen nicht irgendwie Druck geben und sagen, so, du musst jetzt hier der Levi-Ersatz sein oder sowas. Aber warum nicht einfach reinschmeißen, wenn er unbekümmert ist und das hinkriegt? Warum nicht? Ja, und Lionel Messi hat auch mit 18 bei Barca gespielt. Also darf man immer nicht vergessen. Klar, kannst das jetzt, will jetzt nicht sagen, dass er irgendein Messi-Niveau hat oder sowas. Nicht falsch verstehen. Aber ich finde es halt immer schlimm, wenn man so die Talente halt auch nicht bringt. Ja? Ich meine, das war beim Musiala auch so, der war auch 17. Ja, jetzt in meinen Augen auch noch zu wenig gespielt. Ja. Und da könntest du noch einige weitere aufzählen bei uns. Also warum nicht? Beim Davis hat zum Beispiel auch geklappt, okay, der war 19. Ist auch sofort eingeschlagen, gut, Stammspiele. Man muss halt einfach auch mal die Eier haben, das dann durchzuziehen. Ja. Und ich meine, wir haben mit Mané auch noch ein Backup, wenn es nicht klappt. Oder klar wird der Schwankungen haben mit 17 Jahren und so weiter und so fort. Brauchen wir überall nicht drum herum reden, aber ich persönlich sehe es auch nicht, dass wir ja, dass wir jetzt irgendeinen Stürmer für 50, 60, 70 Millionen verpflichten müssen. Vor allen Dingen ist das auch alles nur durchwachsen irgendwie. Ja, das ist von Atletico Felix im Gespräch. Ist für mich jetzt aber auch kein Mittelstürmer. Weiß ich nicht, sehe ich nicht als Mittelstürmer. Ist eine Granate, gar keine Frage, ja. Und wenn das wirklich, was ich gelesen habe, für 70 Millionen losgehen würde, ja, müsstest du eigentlich zuschlagen, wenn du das Geld hättest. Was ich bei uns aber nicht so wirklich sehe, wenn ich sehe, was wir für Transferausgaben haben und was wir für Einnahmen aktuell haben. Wir haben aktuell irgendwie über 50 Millionen Ausgaben. Plus ein bisschen Handgeld wird auch noch geflossen sein, ja, an unserem rechten Verteidiger. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das ist nun mal gang und gäbe in der heutigen Zeit.
Von daher rechne mal lieber 60, 70 Millionen, die wir schon Ausgaben haben. Und ja, auf der Einnahmenseite steht halt noch nicht wirklich viel. Ne? Klar, jetzt ist im Gespräch, dass der Richards geht für 10 Millionen. Ja, der andere Richards ist auch noch im Gespräch, dass er vielleicht wieder nach Hoffenheim geht oder sonst was. Gerade wenn jetzt noch Matthias verpflichtet wird. Ja, dann hätten wir 5 Innenverteidiger, dann kannst du auf jeden Fall 2, dann hätten wir sogar 6 Innenverteidiger, wenn wir ihn dazu zählen, dann kannst du auf jeden Fall 2 verkaufen. Aber das muss natürlich dann auch passieren, wa? Man kann sich jetzt natürlich auch nicht irgendwie ja, auf gut Glück jetzt irgendwie angehen. Aber wie gesagt, für mich spricht vieles dafür, dass Matthias kommen wird. Allein weil halt Upa die Agentur gewechselt hat. Wie gesagt, das macht man eigentlich nur, wenn man die Kontakte, die diese Agentur hat, nutzen möchte. Ja, also. Warum sollte man das sonst tun? Deswegen macht mich das ein bisschen skeptisch. Wie gesagt, ich fände es ein bisschen schade. Ich denke, er hätte Potenzial. Oder er hat Potenzial. Aber ich denke, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ich denke aber, er braucht auch einen Spieler neben ihm, der ihn führt. Ja? Ich denke, er muss da, was das ist, auch 22 erst. Er muss da lernen. Er muss einen neben ihm haben, der ihn anweist. Ja? So blöd sich das anhört. Aber dann wäre er eine absolute Kanone, bin ich mir hundertprozentig sicher. Von daher weiß ich nicht. Ich fände es, wie gesagt, schade, wenn er gehen würde. Gerade wenn wir eine Dreierkette spielen, wäre das natürlich auch schon eine fette Dreierkette mit Matthias Hernandez und Upa. Also, denke, da bräuchten wir uns auch nirgendwo verstecken vor. Ne? Auf der anderen Seite musst du natürlich, wenn du da jetzt irgendwie 60 bis 80 Millionen rausgibst, für den Innenverteidiger, musst du auch irgendwo wieder ein bisschen Geld reinholen. Weil wir haben gerade schon gesagt, haben wir schon 60, wenn nicht sogar 70 Millionen Transferausgaben. Gut, wenn wir 2x10 einnehmen, vielleicht für den Zirk 10 noch, wenn man wirklich nicht auf ihn setzen möchte, wird man vielleicht auch noch von irgendjemandem 10 kriegen. Dann hast du 30 eingenommen. Kleinvieh macht auch Mist und so weiter, ja, keine Frage. Aber ja, dann kannst du auch nicht mehr darüber rumreden, über Levi, da musst du Levi weghauen. Ja. Allein das Gehalt einzusparen von 25 Millionen und dann musst du halt auch die 40 plus x Millionen nehmen. Ja, anders geht's gar nicht. Also, würde ich jetzt behaupten. Ja, jetzt so meine Auffassung. Wie gesagt, und ich sehe es nicht, dass wir unbedingt da einen gestandenen Stürmer verpflichten. Ich sehe halt keinen. Ich sehe keinen, wo du jetzt sagen würdest, jo, das ist jetzt das Niveau vom Levi. Muss aber ganz klar sehen, dass der Levi sich auch erst dahin entwickelt hat. Ja, gerade so die letzten 2, 3 Jahre extrem nochmal einen Schub gemacht hat. Ja. Muss man auch mal ganz klar sagen. Und das, ja, das hättest du beim Haaland gehabt. Hast du halt da ein Paket von 150, 160 Mille schnüren müssen. Was dann ja anscheinend zu viel für uns war. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, ansonsten sehe ich das auch so. Da bin ich bei Brazzo und bei Olli und bei allen Verantwortlichen, sehe ich das genauso, dass man es mit dem Talent versucht. Ganz ehrlich. Den zirkt sie eigentlich auch. Aber da hat ja anscheinend irgendwie die Einstellung nicht gepasst. Ich denke, der wird sich das versaut haben bei uns. Von daher wird es wahrscheinlich auf irgendein neues Talent hinauslaufen. Das scheint ja der Tell auserkoren zu sein. Ja, keine Ahnung, ist immer schwer hervorzusehen. War der 17 Jahre? Wie gesagt, wenn es an mir ginge, hätte ich geguckt, ob ich einen Moukoko verpflichten könnte von Dortmund. Alter, das ist die absolute Kanone, ne? Der braucht halt einfach auch nur das Vertrauen und bin mal gespannt. Aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber das wäre so mein Tipp gewesen. Aber gut, lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, ich bin dafür auf jeden Fall, da habe ich ja schon im letzten Video zu Mané gesagt, Mané kann Mittelstürmer spielen. Ja. Selbst wenn Gnabry verlängert, Gnabry ist auch ein guter Mittelstürmer. Hat mir damals in der Nationalmannschaft auf der neuen oder falschen neuen, wie es da immer hieß, hat er mir gefallen. Und das ist eine Posi, auf die er Bock hat. Wo er nicht über die Mittellinie zurücklaufen muss. Von daher wird er da, hat er da Bock drauf. Zur Not. Ja? Von daher könnte das dann auch ein Trumpf sein, wenn man sagt, man verkauft jetzt einen Levi und sagt so, ja, oder eröffnet den Gnabry, dass er die Möglichkeit hätte, auch auf der 9 zu spielen. Inwieweit er das dann gut umsetzt, wird man sehen, aber ich meine, dass er einen Torabschluss hat, haben wir schon oft genug gesehen. Und das wäre auch die einzige Position, die ich mir vorstellen könnte für ihn bei uns. In der kommenden Saison. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass er sich auf Außen irgendwie gegen Mané und Coman durchsetzt. Einfach weil er da auch viel zu schwankend ist und man auch sieht, dass er keinen Bock hat. Sobald er über die Mittellinie nach hinten geht, ist ungefähr so, ah, nee,
Nochmal 10 Meter weiter zum eigenen Strafraum. Nee, das schaffe ich nicht. Das sieht man ganz klar. Und dann hast du auch noch das andere Problem, Kind, Sané da. Natürlich weiß man nicht, was im Hintergrund gespielt wird. Und vielleicht kommt auch aus heiterem Himmel, was weiß ich, man weiß ja nicht, aus Newcastle auf einmal ein Angebot für einen Sané für 50, 60 Millionen. Da ist eher irgendein Start eingezogen, der die Kohle rausballern kann. Man weiß ja nicht, was im Hintergrund abgeht. Also wie gesagt, mich macht es auf jeden Fall, es muss einiges abgeben im Hintergrund, weil es macht mich ein bisschen stutzig, dass wir sagen, wir haben schon so roundabout 60, 70 Mille ausgegeben, geben jetzt nochmal 60 bis 80 für Matthias aus. Dann reden wir noch über Tell, der wahrscheinlich auch um die 20 kosten wird. Wahrscheinlich dann offiziell 10, 12 oder sowas ohne Bonus und so einen Scheiß. Muss nochmal abwarten. Und dann ist auch immer noch der Konrad Leimer da in der Verlosung, den ich gar nicht fühle. Ich fühle einen Gravenberg, der da ist. Plus ein Kimmich und Koretzka. Gut, man hätte noch einen Jansu. Da weiß ich nicht, wie die Planung ist, aber wie gesagt, den könnte man halt auch in defensive Mittelfeld bringen. Ja, ich weiß nicht, haben wir ja auch schon gesagt, ob man da unbedingt einen Konrad Leimer braucht. Sehe ich jetzt persönlich nicht. Aber gut, sei mal dahingestellt. Schlechter wie ein Sabitzer kann er auch nicht einschlagen bei uns. Aber da müsste ein Sabitzer auch gehen. Was willst du denn mit vier Mittelfeldspieler für zwei Positionen? Fünf sogar dann, wenn der Leimer kommen würde. Schwierig. Wir reden immer davon, Talente einzubinden. Das ist da schon mal komplett dicht. Wa? Und zur Not hätte sie ja auch noch Musiala, der die acht spielen kann. Auch wenn er da verschwendet wäre, aber er kann sie spielen. Genauso wie es auch wahrscheinlich, wo in Sané wäre da schon auch nicht so geil, oder? Weiß ich nicht. Ja, schwierig. Also wie gesagt, ich fühle einen Leimer nicht wirklich. Kann mich natürlich täuschen. Ich bin nicht so im Leipzig-Game drin. Ich mag den Verein nicht so. Kann ich euch nicht so sagen. Kunst zum Sabitzer auch wenig sagen. Aber da hat mich meine Vorahnung auf jeden Fall nicht getäuscht. Ich habe den Transfer absolut nicht verstanden. Also sage ich euch ganz ehrlich, das ist verschwendetes Geld gewesen. Dasselbe Gefühl habe ich jetzt beim Leimer. Fragt mich nicht warum, ich habe mich nicht mit ihm auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich bin nicht im Leipzig-Game drin. Ist einfach so ein Gefühl, was ich habe. Sehe ich nicht wirklich, vor allen Dingen, weil wir mit dem Gravenberg in meinen Augen riesiges Talent verpflichtet haben. Da musst du den nicht nochmal da wieder einen vorsetzen, der in der vor der Nase rumtanzen soll, weiß ich nicht. Fühle ich nicht persönlich. Klar, wenn man jetzt sagt, ja, aber wir wollen endlich wieder eine Champions League und bla und so, ist logisch, wenn mal ein, zwei ausfallen, kannst du das dann super kompensieren. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen das Problem. Beziehungsweise hat man dann in meinen Augen den Ersatzspielern das Vertrauen nicht geschenkt. Ja, man hat denen das nicht zugetraut. Sonst wäre das auch ein bisschen anders gewesen, wenn man mal so Marc Rocker das Vertrauen ausgesprochen hätte. Gut, dafür haben wir auch schon ein bisschen Geld eingenommen. Ja, klar. Ja, ansonsten sehe ich uns als gut aufgestellt. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das sehr wahrscheinlich was wird mit Matthias. Dann bin ich gespannt, ob noch ein Innenverteidiger wechseln wird. Wie gesagt, die Zeichen stehen eher beim Upa darauf, obwohl Pavard sich das auch vorstellen könnte, wenn man das glauben darf, was man liest. Ja, aber Pavard ist halt immer so ein eine einigermaßen safe Bank. Aber klar, wenn man jetzt sagt, Stanisic, man möchte auch auf einen Stanisic bauen, ja, dann könnte man auch ein paar Pavard abgeben, dann hat man noch einen zweiten rechten Verteidiger. Zweiten linken Verteidiger hätten wir zur Not halt mit dem Hernandez, ja. Weil wenn wir den Richards jetzt verkaufen, was ja aktuell im Gespräch ist, ja, dann könnte auch ein Hernandez, wenn wir Viererkette spielen sollten, auf links gehen, wenn Davis irgendwie mal ausfällt oder sowas, ne. Da sind wir ja recht flexibel aufgestellt. Wir haben viele Spieler, die viele Positionen spielen können. Und so schlecht ist ein Hernandez jetzt auch nicht als linker Verteidiger. Klar, er ist ein defensiver linker Verteidiger, ja. Nicht im Vergleich zum Davis. Davis ist halt der offensive Part, Hernandez ist der defensive Part. Da haben auch beide ihre Stärken und Schwächen. Also das muss man ganz klar so sehen. Und so ist es. Wäre es auf der anderen Seite genauso Pavard, wäre wie immer so der defensivere Part, obwohl er sich Mühe gibt und dann meistens die Defensive noch vernachlässigt. Aber lassen wir das Thema. Ja, das sind ja so die drei Namen, die aktuell so durch unseren Kader geistern. Also Matthias,
Der Tell, 17-jähriges französisches Supersturmtalent angeblich. Habe ich auch gar keine Ahnung. Hat irgendwie 11 Tore gemacht oder sowas, ein paar Vorlagen oder so. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das stimmt, was ich da gelesen hatte. Darum geht's auch gar nicht. Aber wie gesagt, warum nicht? Einfach mal Eier zeigen. Holen, wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht. Leute, ganz ehrlich, dann hast du halt im schlimmsten Fall 15, 20 Mittel im Sand gesetzt. Haben wir damals mit dem Renato Sanchez auch. Wir haben 35 Mittel im Sand gesetzt. Gut, haben dann nochmal 18 gekriegt oder sowas. Ja, alles gut. Aber warum nicht? Ganz ehrlich. Aber da muss auch Levi gehen. Weil wenn Levi bleibt, machen wir uns nichts vor. Dann spielt kein anderer da vorne. Dann spielt kein anderer da vorne. Allein schon nur, um ihn so tief in sein Arschloch zu kriechen, damit er überhaupt Bock hat. Dann kannst du nicht sagen, oh ja, ich nehme den Levi jetzt aber mal raus, weil er ist so nicht so gut. Das kannst du knicken. Ja. Aber wie gesagt, diese ganze Thematik habe ich schon 100-mal bearbeitet. Du kannst den Spieler eigentlich nicht behalten gegen seinen Willen. Das macht gar keinen Sinn. Das wird die ganze Saison Unruhe geben, die ganze Saison knallen. Und wir haben es in der letzten gesehen, wie es ist, wenn im Kader irgendwas nicht stimmt, da sieht man das auf dem Platz. Ja. Man hat das an den Spielen gesehen, wo wir uns einfach ergeben haben. Ja. Wir haben uns einfach ergeben gegen Gladbach, auch gegen Villarreal. Wir haben uns einfach ergeben. Ja, da war kein Zusammenhalt, da war nicht einer, der jetzt mal gesagt hat, ja, komm jetzt aber hier. Nee, das war halt einfach nicht zu sehen. Und das passiert, wenn die Stimmung im Kader halt einfach nicht passt. Ja, muss man einfach so sagen. Jeder, der Fußball gespielt hat, auch wenn es auf Amateurniveau, der weiß das, der kennt das. Also von daher, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er kommt. Ich denke, wäre eine mega Verpflichtung, auch gerade in die Zukunft. Von daher bin ich auch dabei zu sagen, ja, wenn wir es haben, hau die 60 oder 80 Mille raus. Er ist 22. Ja, er hat Bock auf unseren Verein. Und wenn man ihn dann lange bindet und wenn er dann vielleicht 10 Jahre bei uns bleibt, ist es das auf jeden Fall wert in meinen Augen. Ja. Ein bisschen anders wie beim Levi, der 34 ist, da jetzt auf 40 oder 45 Millionen zu verzichten, sehe ich nicht. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ja, und wie gesagt, im Sturm vorne, ich sehe jetzt auch kein Jahr Kalacic von Stuttgart im Gespräch und so weiter. Weiß ich nicht, sehe ich jetzt auch nicht. Ja, mag kein schlechter sein, logisch, hat aber auch nicht die Anforderungen jetzt. Klar, kannst du das auch riskieren und ihn reinschmeißen und so weiter. Aber auch oft verletzt und sowas, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Dann nimm lieber so einen jungen Jaus, hau ihn rein. Wie gesagt, du hast einen Mané. Du hast zur Not noch einen Choupo da rumeiern, der das Tor auch zwischendurch mal trifft. Wenn er vielleicht mal ein bisschen mehr spielt, kommt da vielleicht auch ein bisschen besseren Rhythmus. Klar ist das auch kein Levi-Ersatz und so weiter. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, den wirst du auch nicht finden. Aber wir werden, wenn Levi weg ist, ein bisschen anders spielen. Ja, wir werden andere Leute sehen, die Tore schießen. Ja. Ich denke, dass ein Sané oder ein Gnabry oder auch ein Coman das ein oder andere Törchen auf jeden Fall mehr schießen werden. Und auch vielleicht mal die Leute, die mehr nachrücken. Ja, wir haben auch gerade auf der Achterposition Leute, die in die Box reinrücken. Ja. Retzka ist da immer reingerückt, aber da war halt schon Levi. Genauso wie Musiala, der auch da sich dann eher reindribbelt, aber der auch nachrückt. Ich denke, da sehen wir dann einfach eine ganz andere Flexibilität auch vorne. Ne? Es hat einfach auch noch eine Chance, einfach mal einen anderen Fußball zu zeigen vorne. Ne? Und nicht immer nur gucken, wo ist der Levi, was macht er schon wieder für ein Gesicht? Ist schon wieder unzufrieden, wenn er keine 3 gute Vorlagen pro Spiel kriegt. Ja, also von daher, das ist meine Meinung. Zum Leimer habe ich gesagt, ja, ich meine gut, wenn Sabitzer los ist für 10, 15 Millionen, ja, dann kannst du doch mal 20 nach Leipzig geben. Aber ansonsten würde ich doch sagen, wisst ihr was? Lass den Vertrag auslaufen und kommst nächstes Jahr umsonst. Ja, kriegst hier 5 oder 10 Meter Handgeld und alles ist schicki. Ja, das darf man auch nicht mehr vergessen. Wir können jetzt nicht anfangen und sagen, ja, wir geben jetzt Leipzig 30 Millionen für einen Spieler, der ein Jahr Vertrag hat. Sehe ich nicht. Ja, man liest immer Pressingmaschine und so weiter. Wie gesagt, ich kann da wenig zu sagen. Vielleicht jemand von euch, der mehr im Leipzig-Game drin ist. Aber ich kann mich daran erinnern, dass von den Leipzigern hier auch der Sabitzer hoch angepriesen wurde und ich meine, er war auch Kapitän dort und so weiter und ist bei uns untergegangen wie eine Ente, war. Was man natürlich auch ein bisschen den Nagelsmann anrechnen muss, bin ich mir auch relativ sicher, sich das wahrscheinlich auch ein bisschen leichter vorgestellt haben. Da auch schon sagte, es ist halt schwer für so einen neuen Spieler,
Soll er bei uns gleich Führungsspieler sein? Soll er bei uns gleich den Kimmich und Goretzka irgendwelche Kommandos geben oder Nevi oder was? Machst du halt auch nicht als der Neue, ne? Und dasselbe beim Opa halt hinten. Ja. Schwierig, aber das sind so die drei Namen, die gerade so verfestigt sind bei uns. Ich denke, bei Leipzig spielt man gerade einfach ein bisschen, oder wir gegenüber Leipzig ein bisschen auf Zeit. Weil wir müssen ihn nicht unbedingt haben. Da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Wir sind gut aufgestellt auf der Position, ja, auf der 6 und der 8. Deswegen denke ich, da spielen wir gerade ein bisschen auf Zeit. Mir ist der Transfer am Ende des Tages wurscht. Kann natürlich sein, dass ich mich super irre und er bei uns einschlägt wie eine Bombe, ja, und wirklich die absolute Pressingmaschine ist und sonst was. Ja, dann schön. Freue ich mich. Irre ich mich sehr gerne, ja, gar kein Problem. Ja, und ansonsten habe ich alles gesagt. Meine Meinung zu den Namen, die aktuell kursieren. Es kursieren ja noch viel, viel mehr, ja. Mit wem wir nicht alles in Verbindung gebracht werden? Ronaldo und Joaquin Phoenix und ach, und hast du nicht gesehen, dass nicht Rocky Balboa noch dabei ist? Und Apollo Krieg ist eigentlich alles, wa? Nee, bei uns ist ja gerade alles im Gespräch. Geld scheint ja aktuell keine kein Hindernis zu sein, gefühlt. Wie gesagt, das andere, was spannend ist, ist halt, ja, taucht Nevi nächste Woche beim Training auf? Wie reagiert die Mannschaft? Das ist so das Thema, was ich, also ich denke, der wird auftauchen, er hat das damals in Dortmund genauso gemacht. Aber ich denke halt nicht, wenn du wirklich um die großen Titel spielen willst, ist kein Sinn, so schlechtes Klima in der Mannschaft. Punkt. Ja. Und von daher, so Barca nochmal 5 Meter drauflegen, dann kann unsere Vereinsführung ihr Gesicht wahren und kann erzählen, ja, wir in 30-Jährigen, überlegt mal, wir kriegen da 50 Millionen bei nur noch ein Jahr Vertrag. Da kann mir doch nicht Basta sagen. Ja, dann ist alles tutti. Würde mich freuen, wenn es so kommt. Wie gesagt, wenn ich aber diese ganzen Gerüchte, die ja doch schon sehr konkret sind mit Matthias und mit Tell auf jeden Fall, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass es auf wird da richtig ins Geld gehen. Aber gut, wie gesagt, vielleicht weiß so ein Brazzo oder er wird natürlich, das heißt vielleicht, er weiß natürlich mehr wie wir. Und so gerade so diese Opa-Geschichte macht mich schon ein bisschen stutzig da mit diesem Beraterwechsel. Lassen wir uns mal überraschen. Ich denke mal, leider muss ich sagen, leider werden wir wahrscheinlich noch bis Ende August, ich glaube bis Ende August ist die Transferliste auf, wahrscheinlich noch das eine oder andere Geschichtchen haben, was ich sehr schade finde. Ich fände es halt schön, wenn, ja, ich meine, jetzt am 12. kommen alle Spieler, alle Nationalspieler dazu, also nächste Woche. Es wäre schon schön, wenn dann Klarheit wäre, zumindest die eine oder zwei Wochen später. Aber ich finde es immer schwierig, wenn du dann noch einen Spieler verpflichtest, der dann noch irgendwie eine Woche Vorbereitung mitmachen kann. Das ist auch immer so ein Neuzugang, den kannst du dann schon knicken, meistens. Die Hinrunde. Aber der braucht dann erstmal sich mit der Mannschaft kennenzulernen, zu akklimatisieren und so weiter und so fort. Das ist scheiße. Ja. Deswegen finde ich es auch gut, dass da jetzt gerade mit Matthias da schon konkret wird anscheinend. Wenn, dann muss das jetzt zügig über die Bühne gehen. Ja? Dass er dann auch wirklich Ende nächster Woche oder Anfang übernächster Woche am Start wäre und dann ja, gerade so, gerade wenn er der neue Abwehrchef sein soll, ja, willst du das nicht bringen, wenn dann irgendwie 7 Tage vorm ersten Spiel, ja, das ist jetzt unser neuer Abwehrchef, das klappt halt auch nicht, wa? Wenn, dann muss da jetzt zügig eine Lösung her. Ich denke, das begrüßt Juve ja genauso. Wer weiß, der Opa, seine Agentur ist angeblich Italien-England spezialisiert. Weiß nicht, vielleicht verrechnet mein Opa. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich fände es schade, wie gesagt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was in der Innenverteidigung passiert. Hätte ich auch nicht gedacht. Habe ich ja auch in dem anderen Video gesagt. Ich hätte gedacht, wir sind da sehr gut aufgestellt in der Innenverteidigung. Ich hätte ein paar Wader so als den Redelsführer dann gesehen. Das war für mich so der Spieler, der da so ein bisschen das Wort ergriffen hat, wenn er in der Dreierkette war. Dass alles drei Franzosen sind, hätte ich mir sehr gut vorstellen können, dass das passt. Aber anscheinend, gut, wenn du so eine Art Spieler kriegen kannst, ja, dann musst du es halt auch versuchen, wa?
Ist wie beim Haaland, da musst du versuchen und dann ist gut. Wir werden sehen, was die nächsten 2 Wochen bringen. Ich denke, dann werden wir schon mal um einiges schlauer sein, weil ich gehe auch davon aus, dass es für alle Beteiligten auch nicht im Sinne ist, dass so Spieler dann erst irgendwie eine Woche vor, abgesehen vom Levi jetzt, da wird es wahrscheinlich egal sein, aber auch da willst du schon Scheißstimmung in der Vorbereitung haben. Willst du das? Also ich würde den bei uns nach solchen Aussagen, was ein Schlag ins Gesicht ist, das muss man mal so sagen. Gut, Profifußball ist immer alles ein bisschen abgewichster, ja, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Da zählt das vielleicht alles nicht so, aber ich denke, so ein bisschen innerhalb der Kabine wird da auch gemauschelt werden dann. Und ja, das wurde schon immer über Levi. Ja, von daher müssen wir uns das dann nicht noch in so einer Situation geben. Aber gut, bin sehr gespannt. Wie gesagt, wenn der Matthias kommt, bin ich der Meinung, müssten wir noch einen Innenverteidiger abgeben auf jeden Fall. Wenn nicht sogar 2. Ja, wenn wir jetzt noch von Nianzu und Richards ausgehen, von den beiden Talenten, vielleicht wird einer verliehen. Paul Wanner ist auch im Gespräch über eine Leihe. Ich habe Wolfsburg gelesen oder sowas. Würde ich sehr begrüßen, wenn man den Jungen ausleiht. Gerade weil wir auf der Position ja jetzt noch einen Grafenberg geholt haben und noch über einen Leimer reden und noch einen Sabitzer, einen Kimmich und Goretzka haben und noch einen Musiala zur Not. Bin ich ganz klar dafür, dass man den Jungen mal 1-2 Jahre ausleiht und gucken, ob was packt. Und dann kann er gerne zu uns zurückkommen. Finde ich sehr gut gelöst. Ansonsten haben wir noch den einen oder anderen Talent. Ich bin sehr gespannt, was da auch noch passiert. So laiemäßig. Zirkzee bin ich auch sehr gespannt. Ich habe ihn damals als sehr gut empfunden. Hat mir sehr gut gefallen bei uns. Von daher fand ich es dann ein bisschen komisch, dass es auf einmal so Abriss war und dann so, ja, die Einstellung passt nicht und so. Also da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Ja. Dass er Tore machen kann, hat er dann gezeigt in der belgischen Liga, aber klar kannst du die belgische Liga jetzt nicht mit Champions League oder Bundesliga vergleichen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Von daher, mal abwarten. Gut, aber bevor ich mich jetzt hier noch 10-mal wiederhole, mein Fazit, ja, Matthias kaufen, wenn es möglich ist, wenn wir uns leisten können, kaufen, Punkt. Ja, super Abwehrchef, der die nächsten Jahre unsere Abwehr stabilisieren wird, also in der Viererkette mit dem Hernandez, mega, Alter. Ja, Hernandez, absolut defensives Arbeitstier. Dreierkette könnte ich mir super mit dem Upa vorstellen und den beiden. Aber natürlich auch mit ein paar Var. Ja, keine Frage. Da hinten wir hinten dran Nianzu noch und ja, das wär schon stark. Gut, vorne habe ich auch alles gesagt. Levi bin ich immer noch der Meinung, weg. Wie gesagt, ich fühle es auch, wenn man sagt, jo, komm, wir holen so einen 17-jährigen Tell. Riskieren das, weil wir haben Mané, wir haben außen 3 gute Spieler mit dem Sané, Gnabry, wenn die mal ihre Form finden, Coman, zur Not kannst du Davies einen vorschieben, ja, wenn es Not am Mann ist, du kannst zur Not Musiala nach außen stellen, in absoluter Not kannst du auch Müller nach außen stellen, kannst du Müller aber auch vorne ins Sturmzentrum stellen, Mané kann vorne spielen, also wir haben noch ein Zirkzee da rumeiern, was man noch nicht weiß, ja, und ein Schupo und so weiter. Also da sind wir echt gut aufgestellt, Leute. Gut. Haut mir gerne mal eure Meinung zu den 3 Gerüchten rein, wie ihr das seht. Ob das Sinn macht oder ob ihr glaubt, ob die kommen oder nicht und wer dann vielleicht gehen muss oder gehen sollte, eurer Meinung nach, würde mich interessieren. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, haut rein, bis dann. Tschüssi.